Besser geht's fast nicht für Christian Engelhardt und Klaus Bachler. Das Porsche-Duo gewinnt Lauf 1 des ADAC GT Masters in Oschersleben. Der Start fliegend. Und fliegend geht dann auch der gelbe Sieger Porsche gleich zu Beginn am auf Platz 1 startenden Bentley vorbei. Lukas Stolz und Sharon Blekemolen. In der Quali überraschend mit Neueinsteiger Bentley auf der Pole. Im Rennen lief gar nichts zusammen. Startfahrer Stolz verliert viele Plätze, findet sich nur auf Rang 7 wieder. Und für das Bentley-Duo sollte die Seuche weitergehen. Beim Fahrerwechsel wirkt der erfahrene Sharon Blekemolen das Auto ab. Wertvolle Sekunden bleiben liegen. Zwischenzeitlich steht nur noch Platz 15. Knapp 5 Minuten vor der Zieldurchfahrt wieder ein Bentley mit Problemen. Diesmal aber die Teamkollegen Hamprecht Schmid betroffen. Verbogenes Blech hier, herumfliegende Räder da. Das Safety Car muss raus. Und hinter dem geht's dann auch ins Ziel. Engelhardt, Bachler gewinnen letztlich Lauf 1 in ihrem gelben Porsche vor zwei Mercedes SLS AMG. Der auf Platz 1 startende Bentley wird immerhin noch Elfter.